In diesem Video beschäftigen wir uns mit Silben und deren Trennung. Da ist es zunächst also mal ganz praktisch zu wissen, was eine Silbe überhaupt ist. Und im Anschluss sehen wir uns an, wie deren Trennung funktioniert, also die Silbentrennung. So, also, was ist eigentlich eine Silbe? Nun, unter einer Silbe versteht man eine rhythmische Grundeinheit einer Sprache. Jedes Wort in der deutschen Sprache besteht aus einer oder mehreren Silben. Man unterscheidet dabei also zwischen einsilbigen und mehrsilbigen Wörtern. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Trennung von Silben angelangt. Und zwar hier mal einige Beispiele. Und zwar erstmal einsilbig. Baum, Maus, Mais. Da kann man keine Trennung durchführen. Dann gibt es zweisilbig. Haben. Leiter. Miete. Oder dreisilbig. Ein, Teil, Len. Geeignet. Spricht man mehrsilbige Wörter langsam aus, kann man meistens die Pause zwischen den einzelnen Silben hören. Es kommt manchmal vor, dass man beim Schreiben am Zeilenende angekommen ist, jedoch das gerade angefangene Wort nicht mehr ganz in diese Zeile passt. Dann kann man sich des Wissens zur Silbentrennung bedienen und das Wort auf zwei Zeilen aufteilen. Beispiele? Ihr schreibt etwas und möchtet noch laufen schreiben und merkt, der Platz langt nicht mehr, dann könnt ihr lau-fen, also lau in die erste Zeile und fen in die nächste Zeile dann. Oder dasselbe dann mit schwimmen, schwimmen. Also schwimmen noch in die obere Zeile und in die nächste Zeile men noch. Ganz wichtig, einzelne Vokale am Wortbeginn oder am Wortende werden nicht abgetrennt. Also o, fön oder a, bünd, das wäre falsch. Das macht man nicht. Zusammengesetzte Wörter trennt man an der Wortfuge, also an der Stelle, wo sie aneinandergefügt wurden. Schreib, Tisch, Lampe. Oder schwimm, Mais, Ter.